Leute, ich bin ganz schrecklich aufgeregt. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich heute so crazy aussehe. Also noch mehr als sonst mit dem Hut und so. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Nintendo hat offiziell erlaubt, dass ab heute Fotosafari auf Pokémon gemacht werden kann. Ich habe mir natürlich gleich ein bisschen Ausrüstung besorgt, damit ich direkt loslegen kann, meine Chance nicht verpasse. Und ich sehe gerade hier im Kamerabild, dass im Hintergrund sich schon ein paar Pokémon angeschlichen haben. Ich versuche mal meine Chance, ein gutes Foto von denen zu bekommen. Der Professor wird staunen. Ich glaube, das wird was. Was sagt ihr? So ist das nicht gemeint. Ja, ja, ich weiß ja, es gibt überhaupt keine echten Pokémon und deswegen kann man auch gar nicht in echt auf Safari gehen. Aber hier kann man es ab sofort tun, in New Pokémon Snap auf Nintendo Switch out now. Und das heißt natürlich, dass wir nichts anbrennen lassen, sofort hier nervös diese Karte rausholen, sie in unsere Nintendo Switch stopfen und ein Angespielt-Video machen. Viel Spaß dabei! Und damit moin zusammen und herzlich willkommen auf eurem Review-Kanal. Das ist der Kanal für deutschsprachige Reviews aus dem wunderbaren und bunten Bereich der Fiktion und Fantasie. Und nachdem wir in letzter Zeit ganz eifrig Lego gebaut haben, geht es heute endlich mal wieder ans Zocken. Und ich habe den besten Anlass, denn heute am 30.04. kommt New Pokémon Snap raus für die Nintendo Switch. Und ihr wisst es vielleicht schon aus meinen Vorvideos, ich bin jetzt derjenige, der persönlich nicht ganz so viel mit Pokémon zu tun hat, aber ich bin mal aufgeschlossen und möchte die Welt auch so ein bisschen kennenlernen. Ja, und daher habe ich auf dem Nintendo 64, den Vorgänger von 1999, nicht gespielt und wusste auch nicht, dass es ein Spiel gibt, wo man Fotos von Pokémon machen kann. Für mich hört sich erstmal dieses Spielkonzept auch ganz strange an, denn es geht im Wesentlichen darum, und ihr habt es vielleicht schon gehört oder wisst es, weil ihr es früher auch gespielt habt, es geht im Wesentlichen darum, dass ihr in so einem selbstfahrenden Auto sitzt, so ein bisschen achterbahnmäßig, und ihr könnt euch umgucken und Pokémon in der freien Wildbahn sehen und müsst die schönsten Fotos von denen machen. Okay. Hört sich erstmal irgendwie ein bisschen langweilig an, um ehrlich zu sein. Aber ich habe gehört, dass Pokémon Snap fürs N64 ein Mega-Hit ist und dass es ganz viele Menschen gibt, die sich davon ein Sequel oder eine moderne Variante gewünscht haben. Und für all die ist ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Und ich persönlich habe jetzt ein paar Trailer dazu gesehen und muss ehrlich sagen, dass ich diese ganze Idee mit dem Leveln durch die besten Fotos und dann bestimmte Möglichkeiten bekommen, die Pokémon in verschiedenen Situationen zu fotografieren, ganz interessant finde. Und ich persönlich bin so jemand, der in gerade auch in Rollenspielen sehr gerne einfach so ein bisschen forscht und guckt, was passiert und wo man rauskommt und so weiter. Und ich glaube, dieser Forscherdrang, der wird hier ziemlich stimuliert. Denn ja, wir können bei Tag, bei Nacht wohl irgendwie durch die Gegend fahren und können uns entscheiden, ob wir rechts oder links gehen, können verschiedene Items anwenden. Und irgendwie ist das ein Spielkonzept, was halt so gar nicht ist wie jedes andere Spiel. Also es ist wirklich ziemlich einzigartig. Und das will ich mir zumindest mal angucken. Deswegen bin ich aber auch der Meinung, wir haben jetzt genug geredet. Wir springen gleich rein und ja, schauen mal, worauf wir uns einlassen. Für mich ist es ein Blind Play sozusagen von Pokémon Snap. Ich habe noch nie was mit dem Franchise an sich zu tun gehabt. Und ja, bin gespannt, ob ich hier meiner Fotografenseele noch mal ein bisschen was beibringen kann. Los geht's! Ich liebe diesen Effekt. Bevor wir durchstarten, es gibt natürlich wieder einen Day-One-Patch, das heißt, ihr könnt nicht sofort loslegen, sondern müsst erstmal ein kleines Update machen, aber die gute Nachricht ist, es ist nicht allzu groß, das heißt, das Update ist schnell durch. Und was ich euch noch zeigen wollte, von außen hatte ich euch jetzt gerade hier die Packung schon gezeigt, aber ich freue mich immer darüber, wenn die Packung von innen auch ein bisschen schön gestaltet wird. Und das ist hier wirklich hübsch gemacht mit den Umrissen der Pokémon und dem Nachthimmel. So ein bisschen mystisch, finde ich total schön. Das wollte ich nochmal gezeigt haben. Aber genug der Worte, jetzt wollen wir zocken. Los geht's. Ich bin mega gespannt. Ich habe gar keine Ahnung, wie das Spiel sich gestalten könnte und ob es mir überhaupt irgendwie Spaß machen kann. Nur vorweg kann ich schon mal sagen, ich war sehr begeistert von dem Interface und von der Grafik. Von daher
Also gerade Grafik ist ziemlich cool geworden, finde ich. Okay, Sprachausgabe gibt es in Englisch und Japanisch. Na gut. Okay, ich kann einen vorgefertigten Charakter auswählen. Ja, so richtig bin ich keiner von den Typen hier, aber nehmen wir mal ihn hier. Genau, der bin ich. Total. Lentilabor für Pokémon und Naturforschung. New Pokémon Snap. Oh. Ich bin ja dem Zauber von Pikachu schon ein bisschen erlegen. Oh, der sieht ja kuschelig aus. Hey, hier drüben! Hallo! Ich glaube, ich mache den Sound hier ein bisschen lauter, ne? Das ist noch ein bisschen leise. Hallo, schön, dass du da bist, Professor Mirror. Herzlich willkommen im Lentil-Labor für Pokémon und Naturforschung. Mein Name ist Mirror. Ich erforsche hier auf der Florio-Insel Pokémon und ihre natürlichen Lebensräume. Aber das ist noch nicht alles. Der Professor hat auch vor, alle anderen Inseln der Lentil-Region zu erkunden. Rita sagt das. Mit den grünen Augen. Aus Fire Emblem entkommen. Das hat bisher noch niemand gemacht. Ist das nicht der Wahnsinn? Aber, hast du etwa Vince vergessen? Ups, natürlich nicht. Du hast sie auch gelesen, oder? Die Geschichten des Abenteurers Captain Vince. Nope. Aber das ist schon 100 Jahre her. Deine Forschung ist viel wichtiger, Professor. Guck mal, da hinten läuft ein Evoli rum. Ist ja mein persönlicher Liebling. Deswegen war es damals klar, dass ich auf jeden Fall Let's Go Evoli ausprobiere. Aber das fand ich, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen langweilig, das Spiel. Deswegen habe ich es nie so richtig durchgespielt und deswegen gibt es auch keine Review von mir. Thank you. Ach, der Enthusiasmus der Jugend. Das ist Rita. Sie ist die Tochter eines guten Freundes und besucht mich hier während der Schulferien. Aber Professor, ich bin noch nicht zu Besuch hier. Ich bin deine Assistentin. Ach ja, wie konnte ich das vergessen? Du bist mir natürlich eine große Hilfe. Nun gut, es wird Zeit, dass ich dir erkläre, was sich bei diesem Schnupperkurs erwartet. Aber lass uns erstmal ins Labor gehen. Da können wir uns besser unterhalten. Ja. Okay, mir nach. Ich zeig dir den Weg. Also Story-Modus hier. Da geht's ab. Also, wo waren wir noch gleich? Ach ja. Wie du sicher schon bemerkt hast, leben in der Lentil-Region viele verschiedene Pokémon. Sie zu fotografieren hilft uns mehr über ihre Lebensweise und ihre Umgebung zu erfahren. Ja, das muss ich mal sagen, das finde ich besonders spannend an dem Spiel, eben dieses durch die natürlichen Regionen gehen. Weil ich kann mich an Pokémon Schild erinnern und da bist du durch die Gegend gelaufen und da waren plötzlich 35 Pokémon der gleichen Sorte da. Und keine Ahnung, da waren auch Wasser-Pokémon irgendwo in der Wiese und umgekehrt. Und das fand ich irgendwie komisch. Ich finde, da das ja so eine Art Tiere sind, finde ich es ganz logisch, dass man irgendwie in ihrem natürlichen Umfeld irgendwie sie sucht. Und daher finde ich tatsächlich so von der Grundidee, dass Pokémon Snap mit am nächsten an dem dran ist, was ich mir von Pokémon erwarte. Aber gut, ein großes RPG steht ja auch noch an nächstes Jahr. Mal gucken, was da so passiert. Und dabei brauchen wir deine Hilfe. Du wirst bei diesem Schnupperkurs ganz viele Fotos von ihnen schießen. Nachts kann man sogar leuchtende Pokémon begegnen. Die sind wunderschön. Alright. Also dann, hier ist deine Forschungskamera. Ist ja lustig. Das ist wie so ein Chip mit Akku dran. Sieht aber cool aus. Ich habe die gleiche. Mit ihr können wir untereinander und auch mit anderen in Kontakt bleiben. Ah, auch quasi Smartphone-Funktion, eine Smart Camera. Eine geile Idee, ne? Ganz genau. Mit dieser Kamera kannst du nicht nur fotografieren, sondern auch kommunizieren und Daten analysieren. Das ist ein iPhone, ja? Naja. Yep. Sie dienen zusätzlich als eine Art Mitgliedsausweis, also pass gut auf sie auf.
lustig, wie im Hintergrund überall Pokémon rumlaufen. Mit Kameras kennen wir uns aus, ne? Wir haben ja hier auch so eine. Und so, jetzt mache ich mal hier ein Foto von dem, was wir hier gerade tun. Denn ich bin auch auf Instagram zu finden und das werde ich da auch posten. Da poste ich aber auch ganz viele Sachen, die hier auf YouTube nicht stattfinden, weil einfach ganz viele Dinge sich ereignen, Releases genannt werden oder auch einfach nur interessante Spiele, Tools, Lego-Modelle und so weiter gebaut werden. Und das mache ich dann auf Instagram. Wenn ihr mir da auch folgen wollt, Lust habt, mit mir zu quatschen dort, würde ich mich freuen. Instagram.de/ReviewSwitch. Da findet ihr mich oder auf die kleine Lupe drücken und dann ReviewSwitch eingeben. Und ich würde mich freuen, wenn wir da ein bisschen quatschen. Da findet ihr jetzt gleich auch dieses Foto. Ich dachte, das passt jetzt mal ganz gut zu dem Spiel hier. Na, was sagst du? Der Wahnsinn, oder? Der Instagram-Kanal auf jeden Fall. Ach nee, es ging um die Kamera. Der Professor hat sie selbst entwickelt. Professor, darf ich ihm erklären, wie sie funktioniert? In Ordnung, dann überlasse ich das meiner Assistentin. In der Zwischenzeit werde ich ein paar Vorbereitungen treffen. Okay, dann lass uns gleich mal nach draußen gehen. Cool, Tutorial. Die Erklärungen in der Einführung beruhen auf der Standardknopfbelegung. Gut, wir haben jetzt hier einen Pro-Controller. Das ändert sich nochmal ein bisschen. Mal sehen. Ach, perfektes Timing. Versuch mal, dieses Pokémon zu fotografieren. Mit A kannst du ein Foto machen. Kann ich irgendwie hier... ich kann mich gar nicht bewegen. Ja, gut so. Und jetzt bewege mal die Kamera, bevor du das nächste Foto machst. Ah, okay. Siehst du die runde Markierung in der Mitte? Das ist der Zeiger. Mit L kannst du den Zeiger bewegen. Die Kamera folgt der Bewegung des Zeigers. Versuch's doch mal. Ah ja, okay. Jetzt ist Pokémon weg. Und du schwimmst hier hinterher. Du kannst dich aber nach oben und unten bewegen und dich um die eigene Achse drehen. Guck mal, da sind die Fahrzeuge. Wo ist sie denn? Sie steht gar nicht neben mir, aber erzählt mir was. Ist ja lustig. Ah, sieh mal, da kommt ein Pikachu. Versuch mal, ein Foto von diesem Pikachu zu machen. Dann hör auf zu labern und lass mir ein Foto machen. Hast du die viereckige Markierung gesehen, die um Pikachu herum erschienen ist? Sie zeigt an, was das Hauptmotiv des Fotos ist. Das solltest du dir gut merken. Das spielt nämlich eine wichtige Rolle bei der Fotobewertung des Professors. Dann versuch mal, ein Foto zu schießen. Genau so. Gut gemacht. Aber weil Pikachu so weit weg ist, sieht es sehr klein aus, nicht wahr? In solchen Momenten kannst du die Zoom-Funktion nutzen. Halte ZL gedrückt, um den Zoom zu nutzen. Er bleibt aktiviert, bis du die Taste loslässt. Ah ja. Und jetzt schieß mal ein Foto auf den Pikachu schön groß drauf. Alright. Ah ja. Toll! Hast du gesehen, wie viel größer es aussah? Der ganze Körper deines Motivs sollte groß in der Mitte des Rahmens zu sehen sein. Sieht aus, als hättest du schon den Dreh raus, was deine Kamera angeht. Das machst du toll. Ach ja, in den Optionen kannst du die Kamera- und Gyrosensorsteuerung anpassen. Ah ja, okay, also kann ich auch irgendwie so die Kamera bewegen. Diese Einstellung kannst du während einer Erkundung im Pausenmenü vornehmen. Professor, ich bin fertig mit der Erklärung. Das konnte ich also gerade eben verarbeiten. Na, hast du dich mit der Forschungskamera vertraut gemacht? Anyway. Ich werde gleich mal die Fotos bewerten, die du geschossen hast. Er sagt immer so gerne, anyway. Ein ganz cooler Typ. Ja, 3 Fotos geschossen, 2 Pokémon fotografiert. Okay. Zunächst musst du dafür ein Foto pro Pokémon auswählen. Ich bewerte sie dann mit einem speziellen System, das ich entwickelt habe. Zeig mir einfach die Fotos, die dir am besten gefallen. Ist wahrscheinlich ein ähnliches System, wie ich das mache, wenn ich Spiele bewerte. Denn das mache ich normalerweise hier. Heißt ja nicht umsonst Review Switch. Hier geht es um Reviews. Ich bewerte aber nicht nur Games, sage ich jetzt mal, aus dem Bereich Nintendo Switch und PlayStation und alles, was mir zwischen die Finger kommt, sondern auch Lego-Modelle und das immer so aus meiner Warte natürlich. Ne? Ich versuche immer objektiv zu sein, lasse aber auch einen subjektiven Faktor einfließen, weil ich das gerne auf Augenhöhe machen möchte. Und ja, wenn ihr da mal ein bisschen reinschauen möchtet, da gibt es ein paar Playlists. Ich blende euch mal eine hier oben ein, was das Gaming betrifft. Einfach mal durchschauen, vielleicht ist da was dabei, was euch interessiert. Und da gibt es auch so eine spezielle Bewertung, genau wie bei ihm hier. Bin
Was ist deine Überleitung heute? Wähle den Pikachu aus. Jo. Mit rechts, links oder im Zeiger kannst du ein Foto auswählen. Hast du ein Foto ausgesucht, das du mit zeigen willst, dann drück A. Mhm. Dann nehmen wir mal hier das schöne Foto, ne? Ich dachte mit rechts, links kann ich das mal. Achso, das geht hier nicht. Eins. Das ist natürlich viel besser. Das nächste ist der Vivillon-Ordner. Da haben wir ein Bild, wo ich noch nicht die Kamera bewegen durfte. Oder jetzt ein Zeiger in der Mitte. Drücke Plus oder wähle Fotos zeigen aus, um mit der Fotobewertung zu beginnen. Also ein bisschen wie ich. Zeige ich das mal hier. Genau. Bild von mir zu sehen. Ah nee, das ist der Professor. Professor Mirrors Check. Dann werfen wir einen Blick auf das erste Foto. Ein neues Foto. Das ist ein Pikachu. Das ist das erste Mal, dass du dieses Pokémon fotografiert hast. Ah ja, okay. Pose, Größe, Blickrichtung, Positionierung, weitere Pokémon und Hintergrund. Okay. Das stehen wir, glaube ich, ganz gut im Ranking. Diese Unterscheidung habe ich mir ausgedacht, um das Verhalten der Pokémon besser verstehen und einordnen zu können. Mhm. Ist ganz einfach, oder? Aber bedenke dabei, dass die Anzahl der Sternchen keinen Einfluss auf die Punktzahl hat. Diese hängt von der Kategorie ab. Mhm. Bei der Bewertung einer Kategorie nutze ich Daten, die von der Kamera vor und nach der Aufnahme ausgezeichnet wurden. Nee, Aufnahme aufgezeichnet wurden. Okay, dann fangen wir mal an. Zuerst sehe ich mir die Pose an. Ja, die ist nicht so optimal, ne? Hier geht es darum, im richtigen Moment auf den Auslöser zu drücken. Je besser dein Timing, desto besser die Punktzahl. 500, okay. Bei Größe wird, wie der Name schon sagt, die Größe des Pokémons auf dem Foto bewertet. Das sollte top sein. Bei Blickrichtung kommt es darauf an, wohin das Pokémon schaut. Versuche es möglichst von vorn zu fotografieren. Positionierung bewertet die Bildkomposition. Achte mal darauf, dass das Pokémon in der Mitte des Fotos zu sehen ist, okay. Und du bekommst zusätzlich Punkte, wenn auf dem Foto noch weitere Pokémon zu sehen sind. Achso, irgendwelche? Das wäre auch ganz cool eigentlich. Ich weiß, das waren jetzt ganz schön viele Informationen auf einmal. Ja, ich bin mega ausgelaugt, ich kann gar nicht mehr. Fürs Erste sollte es reichen, wenn du dir einfach nur das Folgende merkst. Betätige den Auslöser, wenn das Pokémon schön groß und mittig zu sehen ist. Okay, wenn man das alles berücksichtigt, sieht deine Bewertung folgendermaßen aus. Mhm. Pose 500. Größe ist eigentlich top, ne? Aber die Frage ist, was der Maximalwert ist. Ist es 1000 oder Blickrichtung? Findet er scheinbar gut. Finde ich nicht so gut. Ich hätte es schöner gefunden, wenn ich ihn mehr frontal erwischt hätte, aber gut. Positionierung 955, gut, das ist perfekt gut in der Mitte, das verstehe ich. Weitere Pokémon gibt es nicht. Hintergrund nichts? Das ist voll der schöne Hintergrund. Ich glaube, ich muss mehrere Leserbriefe an. Ist das die Pokémon Company? Das ist gerade gar nicht. Egal, weiter geht's. Toll, kaum zu glauben, dass du das zum ersten Mal gemacht hast. Ein Stern in Bronze habe ich da auch bekommen. Das Vivillon, okay. A new discovery. Auf diesem Foto sieht man einen Vivillon. Dieses Pokémon haben wir noch nicht erforscht. Das ist richtig. Nice work. Es fliegt gerade nicht schlecht, das Foto kann sich sehen lassen. Das ist fast genauso gut bewertet wie das Pikachu-Bild. Das Pikachu-Bild ist viel besser. Vor allem, weil hier das dumme Haus noch im Hintergrund ist. Naja. Auch ein Sternbronze. Bin ich mal sehr gespannt, wie sehr mir das Bewertungssystem hier gefällt, weil ich bin tatsächlich privat auch jemand, der sehr gerne fotografiert. Wie jetzt nicht sagen, ich bin irgendwie landschaftlicher Fotograf oder so, aber ich fotografiere gerne und auch ein bisschen Stil und so weiter, was sich auf Instagram auch sehen lässt. Und ja, dadurch habe ich natürlich gewisse künstlerische Vorstellungen, wie man so ein Foto macht. Und ich glaube, ich werde das Spiel, wenn es schon mal um Fotos geht, auch entsprechend angehen. Und wenn deine Bewertung mir nicht gefällt, dann schreibe ich böse Leserbriefe. Was sagst du dazu? Mach viele Fotos und lass sie bewerten, um so deinen ganz eigenen Pokémon-Fotodex zu erstellen. Das ist das große Ziel. Wie immer, gotta catch them all. So, genug geredet, das Abenteuer ruft. Jetzt geht los. So, jetzt ist alles fertig. Dieses Gefährt wird dich auf deinen Erkundungen sicher transportieren, damit du in Ruhe Fotos schießen kannst. Darf ich präsentieren? Das ist das Neo One.
Mit ihm kommt man im Nullkommanichts auch an weit entfernte Orte. Das ist der Wahnsinn! Here's the thing. Wie nennt das Auto? Ich habe es dank der Hilfe eines Freundes vor kurzem endlich fertigstellen können. Weißt du, in Lenthill gibt es nämlich einige Stellen mit sehr hohem Energievorkommen. Professor, das kannst du doch später noch alles erklären. Na schön, dann steig jetzt ins Neo One und berühre die Schaltfläche vorne mit deiner Kamera, um loszulegen. Ja, schon ein bisschen stylisch, ne? Durch das erste Pokémon der modernen Generation ging es eine erste Erkundung. Transport. Als erste Pokémon der modernen Generation, was mir optisch richtig gut gefällt. Sehr lebhaft und grafisch einfach echt schön. Es wirkt auch bei den Aufnahmen sehr immersiv irgendwie. Ich bin da sehr gespannt, wie das so wirkt alles. Da sind wir, in unserem kleinen Mobil. That's the entrance to Florio Nature Park. The Neo One will automatically follow a set route. You can just focus on looking around and taking photos. Okay, kann mich irgendwo umsehen. Nicht wegschneiden, ein Foto haben von dir. Ach, ein Chimpad, den mag ich ja gerne. Oh, bisschen nah dran. War das der Film leer oder ist das hier alles digital? Ich glaube, das ist digital, ne, bei der ganzen Technik. Also hübsch ist es auf jeden Fall, finde ich. Oder mir verpasst, glaube ich. Oh, das Wasser, ihr guckt euch das mal an. Sowas kann Pokémon. Unfassbar. Kriegen das jetzt auch Zusatzpunkte, wenn ich hier das Wasser fotografiere? So irgendwie. Das ist ja ein hübsches Foto, ne? Sich Pokémon drauf. Oh, ein Hobby. Ist ja schon irgendwie nett. Kann ich die Geschwindigkeit von den Dingen irgendwie steuern? Ne, kann ich irgendwie nicht. Was ist denn das? Eine Kristallblume. Okay. Das war kein Pokémon. Ein Verumpel. Raumpel. Whatever. Da ich eher Pokémon nicht kenne, werde ich bestimmt haufenweise Namen falsch aussprechen. Ich habe mir das schon sagen lassen bei meinem Video, wo ich die Pokémon-Karten auspacke. Die von McDonald's, falls ihr das verpasst habt. Da oben bin ich rein. Oh, wo ist denn? Genau, da habe ich auch irgendwie, ich weiß es gar nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass ich das ganz komisch ausgedruckt habe. Chimpad, Gras und oh, hier Pichu, genau. Sonst scheint ihr nicht zu haben. Also wenn ihr irgendwie hört, dass ich den Namen hier ganz schlimm ausspreche, dann lasst mich das wissen in den Kommentaren. Ich bin ganz hin und weg hier, weil es so viel zu sehen gibt. Die interagieren ja scheinbar auch miteinander. Ach, da steckt da ein Baum. Das ist ja süß. Irgendwie kann man die doch auch rauslocken hier mit Essen und so, ne? Hm, ich glaube, die alle schon. Nicht so spannend. Aber ich finde noch 66 Fotos und jetzt nur 45, sehe ich das richtig? Ja, okay, weil ich habe eine begrenzte Fotoanzahl im Speicher. Ein Kurelei, okay. Das ist ja ein hübsches Feld hier. Und sie machen lustige Geräusche. Und ich finde die Musik sehr angenehm. Also im Gegensatz zu sonst, ist der Pokémon da von der Musik her eher so, ist ein bisschen lauter gestellt. That symbol marks the spot where you'll teleport back to camp. What symbol marks the spot to teleport back to the camp? End of the course. Einfach gesagt, Ende der Strecke. Ende Gelände. Ach, das Ding. I'll take a look at the start.
okay, also wir fahren eine feste Strecke ab, irgendwann das Endegelände und wir sollen jede Möglichkeit nutzen. Ich habe 33 Fotos geschossen, dabei 12 Pokémon fotografiert, verschiedene Pokémon wahrscheinlich, ne? Willkommen zurück. Hattest du Spaß bei der Erkundung des Florian Naturparks? Ja, war spannend irgendwie, muss ich ja sagen. Dann wähle mal die Fotos aus, die ich mir ansehen soll, genau wie beim letzten Mal. Okay, ja, ja, gut, 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 okay. Ich glaube, Vivillon kann ich aber einfach eins nehmen, was mir gut gefällt. Das will ich lieber. Genau, Dodri. Da finde ich das natürlich besonders schön. Das war cool, dass das Spiel automatisch die Fotos, also auch wenn die mit drauf sind, zum Beispiel jetzt hier, habe ich gar nicht wahrgenommen, dass da der Dodri drauf ist, dass das automatisch das kategorisiert und ich das jetzt so aufrufen kann. Das finde ich schon ganz spannend. Also auch vom Algorithmus, der programmiert ist, finde ich das ganz cool. Das ist ein süßes Bild. Dann nehmen wir das hier, oder? Was meint ihr? Der Schluss war schon ein geiler Effekt. Das ist natürlich das Hitfoto vom Herrn. So. Ach, sie hat uns gewunken, das habe ich ja gar nicht gesehen. Das ist ja aber niedlich. Und hat aber auch viele schöne Bilder. Da gefällt mir natürlich das eigentlich am besten. Mal sehen, was der Professor dazu sagt. Professor Mirror. Oh, sind alle sehr schön, ne? Aber das nehmen wir mal. Wenn wir mal den Kriterien gehen. Oh, Chimpep haben wir ganz schlecht erwischt. Okay, aber wir hatten doch hier einen Chimpep irgendwo, ne? Warte mal. Bei den Bisos hier. Wäre das hier nicht ein schönes Chimpep-Foto? Schade. Ja, gut. Reichen wir das mal ein, das wird eh ein schlechtes Foto sein. Pichu haben wir auch nur so mittelmäßig erwischt. Das ist auch nicht so toll, das Foto. Das ist auf jeden Fall seltenheitswert, würde ich behaupten. Ich als professioneller Pokémon-Fotograf. Ohne Motiv. Kann ich Ihnen nicht zeigen. Schade. Diese Grafik finde ich übrigens sehr geil. Das möchte ich gerne irgendwie als Zwischengrafik in meinen Videos benutzen. Der Glühswitch-Check. Beziehungsweise der Review-Switch-Check. Entschuldigung. Okay, werfen wir einen Blick auf die neuen Fotos. Das war die letzte Bewertung, genau. Der Anblick versteckt ihm der Atem, weil es zu nah dran ist, ne? Ja, komm, gib hier deine Werte. Oh, wow. Krass. Ja, Größe ist natürlich dominierend hier. Aber na, die anderen Werte sind abgestiegen tatsächlich, aber die Größe hat es ausgemacht. Na gut. Jetzt kann ich auswählen, welches Foto ich behalte. Okay, das ist immer noch ein Sternfoto. Ich bin gespannt, was die Sterne ausmacht. Hat er gesagt, ist nicht die Qualität des Fotos, ne? Als nächstes hätten wir ein Dodri. Dieses Pokémon haben wir noch nicht erforscht, das ist richtig. Es macht einen ruhigen und entspannenden Eindruck auf mich. Nicht schlecht, das Foto kann sich sehen lassen. Oh, Größe ist auch top. Positionierung ist top. Oh, das ist ein guter Wert, ne? Das ist ein guter Wert. Ein goldener Stern, kein Kupferstern. Bisofang. Auf diesem Foto sieht man ein Bisofang. Dieses Pokémon haben wir noch nicht erforscht. Richtig. Das ist mal interessant. Gutes Timing, schönes Foto. Ja, fand ich auch. Die Bewertung ist aber so, naja, mittel, ne? Mag ich nicht. Auf diesem Foto sieht man einen Wampel. Das ist das erste Foto von einem Wampel. Jo, es erscheint irgendwo hinzuwollen, das ist richtig. Nicht schlecht, das Foto kann ich sehen lassen. Größe ist super, Blickrichtung auch, Positionierung auch. Ja, das ist eine schöne Bewertung. Goldener Stern. Zwischen Bronze, Silber, Gold. Das ist ja wohl das Foto, ja? Also wenn ich dafür nicht 10.000 Punkte bekomme, dann will ich nicht länger Reviews entscheiden. Pose findet er sehr gut, okay. Ja, 10.000 Punkte sind es nicht, aber die beste Bewertung bisher. Mit so bunten Sternen. Okay. 3 Sterne. Tja, guckst du drauf. Schwalbini. A new discovery. A new discovery, ja genau. Denkt immer daran, dass der ganze Körper des Pokémon groß auf dem Foto zu sehen sein sollte. Ja, die Bewertung ist toll, aber ist ja wohl ein einmaliges Bild. Ist aber an der Stelle auch nur Bronze. Ja, naja. So. Und Swarunis. Ist ja wohl auf dem See auch sehr schön.
Positionierung findet er top. Ja, das ist eine sehr gute Bewertung. Ja gut, aber die Fotos hätte ich auch besonders gut bewertet. Und das ist noch so ein hübscher Kristallstern. Der ist besser als Gold, glaube ich. Als nächstes haben wir Chimpip. Dieses Pokémon haben wir noch nicht erforscht. Ja, das ist das nicht schönste Foto, was ich gemacht habe und hat auch die schlechteste Bewertung. Ist auch in Ordnung, da müssen wir einfach nochmal den Chimpip gescheit erwischen. Das kriegen wir hin. Pichu ist auch so bestimmt besser als Chimpip, aber auch nicht schön. Solide Bewertung für das Bild. Ist vielleicht ein bisschen einzigartig hier mit den Gräsern. Ne? Aber ja. Dieser ist auch ganz schlecht, so von der Grundbewertung her. Aber besser als Chimpip, okay. Aber da muss noch was gedreht werden. Der Hoothoot. Jetzt, ich glaube, das Foto hat einfach Seltenheitswert. Er schläft gerade, nicht schlecht, das Foto kann ich sehen lassen. Finde ich auch. Gucken wir mal. Positionierung super, Größe super. Durchschnittswert, okay. 200.000 ist scheinbar durchschnittswert. Kurelei. Ja, das ist jetzt nicht das schönste, größte Foto, aber ich finde die ganzen Pokémon im Hintergrund sehen total toll dabei aus. Eine tolle Blumenwiese. Ja. 2 Sterne in Silber. Das ist gut, glaube ich. Hätte ich auch gut bewertet. Das war der Prof-Check. Na, wie ist es gelaufen? Anyway. Lass mich dir zum Schluss noch erklären, was es mit dem Forschungslevel auf sich. Oh, kurz vor Level ab. Na, wir machen noch den Level ab, ne? Er zeigt dir den Fortschritt deiner Erkundungen auf jeder Strecke an. Zusammen mit dem Level steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Pokémon neue Verhaltensweisen an den Tag legen. Du kannst dein Forschungslevel erhöhen, indem du all die verschiedenen Situationen fotografisch festhältst. Damit ist gemeint, dass du von jedem Pokémon ein Foto mit jeweils 1 Stern bis 4 Sterne machst. Oder einfach ausgedrückt, fülle dein Fotodex. Das ist eigentlich das Einzige, was du dir merken musst. Genieße deine Zeit mit den Pokémon und schieße dabei jede Menge Fotos. Man würde kaum glauben, dass das dein erstes Mal auf dieser Strecke war. Weiter so. Oh, jetzt kriegst du ein Geschenk. Du hast zum ersten Mal den Florio Naturpark erkundet. Ah ja, das ist der Titel. Du hast die Fotobewertung mindestens 1000 Punkte in Sachen Blickrichtung erhalten. Positionierung 1000 Punkte. Neustart. Nach jeder Erkundung kannst du Fotos in deinem Album speichern, welches du im Labor unter deine Ecke findest. Mit Foto Plus kannst du sie an den Fotos Änderungen vornehmen und sie nochmal neu aufnehmen. Probiere es mal aus. Okay. Ich kann die neu aufnehmen. Foto Plus. Ach, dann bin ich nochmal in der Situation. Okay. Sehr cool, ich muss das so ein bisschen bearbeiten. Mhm. Also das ist schon mal alles sehr flexibel, ne? Ich meine, auch wenn das nur so vorgefertigte Strecken sind, aber die Fähigkeit, die man hier so hat, das, was man hier so nutzen kann, das ist schon ganz cool. Moment. Wie kann ich jetzt? Ach, da kann ich das. Die Helligkeit noch verändern. Schärfegrad, okay. Fokusbereich. Oh, wie schick. Da kann man ja tolle Motive machen, denn ja, so ähnlich wie hier in der Packung, ne? Also da kann ich ja effektiv genau diesen Stil hier zum Beispiel machen. Das könnte auch so ein Foto aus Pokémon Snap sein. Coole Idee. Das brauchen wir nicht. Wir wollen ja einfach mal gucken, ob wir das schöner hinbekommen. So wird es im Album gespeichert. Okay, also können wir die Fotos neu machen. Mhm. Das hilft uns zwar bei dem Chimpip auch nicht, aber ja, es ist eine coole Funktion. Ist so ein bisschen wie bei Mario, ne? Stocken die Ladebildschirme eigentlich ein bisschen. Ist ein bisschen schade, ne? Dass diese Überblendung stockt. Oder es ist nur mein Capture-Gerät. So ein bisschen Nintendo Direct mäßig hier mit dem Dreieck. Damit solltest du erstmal alles Nötige wissen. Professor, können wir heute auch zu einer nächtlichen Erkundung aufbrechen?
noch nicht. Lass Glüßwitsch sich erst noch ein bisschen eingewöhnen. Awesome. Du kannst übrigens jederzeit im Labor vorbeischauen und einen Blick auf den Fotodex werfen. Alles Weitere erkläre ich dir, wenn du dort mal vorbeischaust. Also dann, ich will dich nicht länger aufhalten. Viel Spaß beim Fotografieren. Cool, jetzt haben wir den ersten Freibewegungsmodus hier. So, erste Recap, sag ich mal, von dem, was wir bisher gesehen haben. Ich finde die Grafik wirklich schön. Ich finde das Interface sehr hübsch hier mit den ganzen Ein- und Ausblendungen und Überblendungen und so weiter. Die Bildschirme hier, auch der jetzt hier, sieht total schön aus. Hat eine sehr ansprechende Optik. Das Tutorial ist bis jetzt ganz okay, finde ich. Also ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Könnte aber jetzt auch mal langsam so richtig losgehen. Deswegen gucken wir einfach mal, was hier so zu tun ist. Das ist das Labor des Professors. Aber das weißt du ja sicher schon. Hier betreibt der Professor seine Forschung und arbeitet an seinen Erfindungen. Man kann eigentlich ohne Übertreibung sagen, dass er hier wohnt. Okay, dann erkläre ich dir jetzt mal, was du im Labor so alles machen kannst. Sie ist ein bisschen nervös, deswegen verhaspelt sie sich manchmal. Auf diesem Server werden alle Daten gespeichert, die wir sammeln. Man kann mit ihnen sehr viele Sachen machen. Zunächst wäre da der Fotodex. Er ist eine Art Enzyklopädie, die mit deinen Fotos gefüllt wird. Ist so ein eigener Fotodex nicht der Wahnsinn? Als nächstes gibt es da deine Ecke. Die ein bisschen verrucht, ne? Hier kannst du dir die Fotos in deinem Album oder Infos zu deinem Abenteuer ansehen. By the way, im Album kannst du Fotos speichern, die du behalten möchtest, die aber nicht in den Fotodex sollen. Außerdem kannst du die Fotos in diesem Album bearbeiten. Okay, das ist also nur für meinen persönlichen Zweck, ne? War da nicht noch etwas? Professor, habe ich irgendwas vergessen? Worst effect ever. Hast du ihm schon die Online-Funktion erklärt? Ach nein, noch nicht. Wenn du die Online-Funktion nutzt, musst du erstmal 30 Euro ausgeben bei Nintendo. Kannst du dir Fotos von Spielern aus aller Welt ansehen. Wenn dir ein Foto richtig gut gefällt, kannst du es mit digitalen Medaillen auszeichnen. Man nennt sie Apfelmedaillen. So Medaillen hier, oder? Nee, Quatsch. Jeder freut sich, wenn er welche bekommt. Stimmt. Also scheu dich nicht davor, sie zu vergeben. Ach ja, du kannst dir hier auch die Ranglisten für die einzelnen Kategorien ansehen. Oder so ein bisschen Professor Kawashima, heißt er doch, ne? Mäßig, man kann seine Fotos machen und kann sich dann betteln, wer die geilsten Fotos macht. Finde ich ganz okay, finde ich eine schöne Motivation fürs Spiel. So, das müsste jetzt alles gewesen sein. Du wirst bestimmt schnell den Dreh raus haben. Ist alles ganz einfach. Probier's am besten gleich aus. Yes, Sir. Der Fotodex. Die Ladebildschirme sind halbwegs kurz, das finde ich ganz okay. Zeigt zu dem Professor ein Foto mit seinem neuen Pokémon, erstellt er im Fotodex eine Seite für S, bewege den Zeiger auf das Pokémon und drücke A, um den Ruf zu hören und deine Animation zu sehen. Hier siehst du aus dem anderen Varianten, okay. Flores. Ah! Da sehen wir sie. Da können wir uns auch richtig angucken, das Modell. Das ist natürlich schön, da kann man sich so ein bisschen begucken und ja, sich ein Bild machen, wie sie dann ausschaut und so. Das Foto bearbeiten. Den Fototitel kann ich ändern, okay. Und ich kann es hochladen. Alright. Schlafenszeit ganz schön flott unterwegs. Innere Ruhe. Wo will es nur hin? Schwimmprofi. Ah ja, okay. Und die haben so Standardnamen, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und eine Karte haben wir, okay. Hier kannst du die Informationen auf den von dir erkundeten Strecken ansehen. Auf den Karten wird angezeigt, wo du welche Pokémon und Objekte aus einer Sammlung entdeckt hast. Mhm. Ja, Park, genau. Ah ja, da sehen wir auch die Fahrtstrecke, die wir gefahren sind. Cool. Also es ist schon ein bisschen aufregend alles, ne? Und ich finde das ganze Menü halt echt mega. Ich stehe sowieso auf Art Design, sage ich jetzt mal. Und das ist hier schon ganz hübsch designt und macht für mich jetzt auch erstmal einen riesen Unterschied. Ich glaube, die Produktionsfirma ist auch eine ganz andere als die sonst Pokémon-Spiele herstellen. Das macht sich aber schon sehr bemerkbar im positiven Sinne für das Spiel jetzt hier. Ne?
Forschungstitel. Fotografie-Schnupperkurs. Super. Forschungsstatistiken. 35 Minuten Spielzeit. Erkundungen 2 Stück. Okay, wahrscheinlich die draußen und die erste Fahrt, die wir gemacht haben. 13 Pokémon registriert. Fotodex Gesamtpunktzahl und so weiter. Okay. Fotodex Rekord 4044. Ich kann ja sehen, von was der ist. Nee, sehen wir nicht. Schade. Wird ein bisschen interaktiver sein dürfen. Und Abenteuerdaten. Okay. Ja, so ein bisschen Online-Funktion. Keine unangebrachten Inhalte. Keine nackten Pokémon fotografieren. Beliebte Fotos. Das ist wirklich hübsch. Jetzt habe ich gleich schon die Möglichkeit, mir die Online-Fotos hier anzugucken. Nett. Ranglisten. Kein Top One. Da seht ihr Day One des Spielens, ne? Dass man das noch nicht sieht. Gut, das reicht mir. Machen wir doch mal so eine Tour. Das heißt dann hier eigentlich mit Gyrosensor. Ne, wir machen das ohne. Ich glaube, ohne ist es leichter. Erkunden. Okay. Na, gehst du wieder fotografieren? Bevor du aufbrichst, möchte ich dir noch eine weitere Funktion der Forschungskamera erklären. Die Scan-Funktion. Aha. Damit kannst du deine Umgebung untersuchen. Ach, dann kann ich vielleicht nicht sehen, wo Pokémon sind und welche. So erhältst du Informationen zu Pokémon und ungewöhnlichen Dingen in deiner Nähe. Ich habe es schon einmal gefragt, aber was ist mit ungewöhnlichen Dingen gemeint? Nun, einfach gesagt handelt es sich um die Dinge, die nach Ansicht des Systems interessant sein können. Das erklärt irgendwie gar nichts. Ja. Das stimmt. Man muss es einfach mal ausprobieren. Rita, könntest du Bluesfinch wieder auf die einzelnen Schritte erklären? Ja. Bitte erledigt, dann zück mal deine Kamera. Okay. Running a scan is easy. All you gotta do is pressing X. Okay. Try it out. Die Sprachausgabe ist ja niedlich. Hast du gesehen, dass der Name des Pokémon angezeigt wurde? Das habe ich gesehen. Hast du das Fragezeichen-Symbol bemerkt? Das bedeutet, dass du dir etwas näher ansehen kannst. Bewege dafür zuerst das Nöppelding da auf das Fragezeichen. Hat seine Form verändert, nicht wahr? Jo, wenn das passiert, musst du X gedrückt halten, um eine Analyse durchzuführen. Los, probier's mal aus. Oh, das ist so ein bisschen wie bei Starwing, wollte ich jetzt schon sagen. Das Spiel auf der Switch, wo du mit den Starwing-Piloten spielen kannst. Das heißt gar nicht Starwing. Gleich. Starlink, Battle for Atlas. Das war's. Da fällt mir ein, den Namen Neo One soll sich ein Freund des Professors ausgedacht haben. Das war einfach, oder? Taucht unten am Bildschirm dieses Symbol auf, gibt es in der Nähe etwas zu untersuchen. Aha. Das wäre so ein bisschen wie bei Breath of the Wild. Best of all worlds. Wenn du es siehst, nutze die Scan-Funktion und untersuche die Umgebung. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Eine coole Sache solltest du noch über die Scan-Funktion wissen. Manche Pokémon reagieren auf das Geräusch und das elektrische Signal beim Scannen. Wenn sie neugierig zu dir schauen, ist das die Gelegenheit für ein Foto. Ah ja, damit kann ich sie schon mal ein bisschen aufschrecken. Ich habe schon gesehen, dass es ja später auch Äpfel gibt und so Leuchtdinger und so für die Nacht. Da bin ich mal gespannt, was da noch an Features hinzukommt. Der Professor sagt, das war so gar nicht beabsichtigt. Toller Nebeneffekt, was? Also gut, das sollte es fürs Erste gewesen sein. Na gut, ich würde auch hingucken, wenn so blim 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 irgendwie kommt. Ich glaube, ich habe es perfekt erklärt, Professor. Thank you. War okay. Danke, Rita. Durch die Scan-Funktion kannst du alles Mögliche in Erfahrung bringen. Also setz sie oft ein. Let's give it a try. Ja, ich wollte zu einer Erkundung aufbrechen. Vielen Dank.
first of all. Neues Terrarium. Macht erstmal tagsüber in der Naturpark ganz viele Fotos. Oh, right. Ja, ich war noch mal durch den Eulenpark. Nach einer Erkundung kannst du dir aussuchen, welche Fotos du in deinem Album speichern willst. Mit Fotobus kannst du sogar noch einmal neu aufnehmen. Okay. Ich vermute mal auch, dass man sich die anderen Gebiete freispielen muss. Vielleicht mit dem Level. Bin sowieso mal gespannt, was für ein Indikator das Level an sich ist. Was man also machen kann, wenn man halt levelt, sozusagen. Jo, los geht's wieder. Gib dein Bestes. Immerhin habe ich sie noch gekriegt. Das klappt ja gut mit dem Gucken. Das ist ja super. So ist der Schläfer. Vielleicht kann ich ihn aufwecken mit dem Geräusch. Wie dieser, so wie der heißt. Dann würde ich mal ein schönes Foto machen. Oh, klasse. Das ist ja mega geworden, das Foto. Ich habe nichts gelesen, weil ich viel zu nervös bin, hier irgendwie mich umzugucken und die Pokémon nicht zu verpassen. Was? Da. Deshalb tun wir auf Foto jetzt. Ja. Okay. Hätte ich beim ersten Mal schon entdeckt. Vielen Dank, liebes Spiel. Okay, da haben wir hier so einen Krabador. Okay, hier reagieren alle. Ist ja lustig. Okay, der Scan-Effekt gibt dem Ganzen ja schon wieder einen gewissen zusätzlichen Reiz, ne? Wir wollen so nach und nach halt das Spiel ein bisschen lebendiger und spannender gestalten. Okay. Works for me. Das fand ich auch. Zumindest konnte ich dir so ein bisschen in deinem Busch hervorragen. Dass hier so ein bisschen versteckt ist, habe ich sowieso alles gut entdeckt. Ja, das war auch, habe ich auch gut erwischt. Ja, man kriegt so ein ganz gutes Feeling, wenn man mehr als einmal das Gebiet hier so durchforstet. Kriegt man ein ganz gutes Feeling dafür, wo was ist und wo man noch was tun kann, sage ich jetzt mal. Schönes Foto mal erwischen. It's time. Jo, die Erkundung nähert sich dem Ende. Ja, wenn ich jetzt noch 20 Mal hier die gleiche Strecke fahre, dann wird es mir, glaube ich, ein bisschen langweilig. Aber wie gesagt, ich denke mal, das wird sich halt bewenden. Es kommen ja noch ein paar Features dazu, wie wir wissen. Und das Blumenmädchen finde ich übrigens hier mit am schönsten im ersten Level. Genau. Es kommt ja noch ein bisschen was dazu an Features und ich denke mal, von Level zu Level kommt man in verschiedene Welten und dann gibt es ja noch den Tag- und Nachtmodus. Also jetzt erstmal kann ich mir gut vorstellen, dass mich das ein bisschen länger ganz gut unterhält eigentlich. Doch. Ja, ich habe neue Entdeckungen gemacht. Gucken wir mal, was er zu unseren Fotos sagt. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Genau, Pichu habe ich ja wohl als Mega-Foto gemacht hier. Da, guck mal, wie er sich freut. Chimpep, den habe ich auch ganz gut erwischt.
Das ist ja wohl ein Hit-Foto, da kann man das Alter durchersetzen, wenn es nur tut. Den haben wir auch gut drauf. Den Carpador nehmen wir, glaube ich, von ein bisschen näher. Genau da. Ja, ich glaube, das Bild ist nicht besser, aber nehmen wir trotzdem mal. Vergleichen kann ich das Bild. Ah, da guckt er ein bisschen schöner in die Kamera. Okay, das nehmen wir mal mit. Zum Bär. Video Switch Check. Ich muss irgendwie diese Animation kopieren. Dann wollen wir mal sehen, was du diesmal für mich hast. Das ist ein Pichu. Das ist dein erstes 2-Sterne-Foto von ihm. Okay, cool. Dann hat sich das ja gelohnt. Oh, die Bewertung ist deutlich besser. Fast 4000. Krass. Das hat sich gelohnt. Das ist auch das erste 2-Sterne-Foto von Chimpip. Ja, das ist auch ganz schön geworden, finde ich, mit Pichu zusammen. Ja, gut, ist nur nicht der Hit, aber die beiden sind auch so wuselig, die sind ein bisschen schwerer zu erwischen und definitiv ein besseres Chimpap-Foto als das letzte. Der Bisofunk. Das Verhalten sieht man hier oft. Das Foto ist schlechter. Ich finde das so schön durch den Schmetterling, der damit ins Bild fliegt. Schade, dass es hier nicht gewürdigt wird. Möchtest du das Foto im Fototext behalten oder soll es mit dem ersetzt werden? Nee, möchte ich nicht behalten. Ich finde es einfach schöner, aber gut. Punktemäßig will ich mich da nicht schlechter stellen. Auf dem Foto sieht man eine Kugelei, das wäre ein richtiges Pokémon. Ja, genau. Das sieht besser aus. Neuer Rekord. Zweimal so Glitzersternchen. Das würde ich gerne das neue behalten. Ja, das ist natürlich besser. Der Carpador. Ja, das ist ja wohl nicht. Der ist noch neu. Genau, der hat jetzt zwar nicht gut getroffen oder gar nicht getroffen. Oh, mit 2600 Durchschnittsbewertung. Da müssen wir irgendwie noch näher ran. Bin gespannt, ob das besser oder schlechter ist. Okay, Größe macht viel aus, Blickrichtung auch. 20 Punkte besser. Das Neue. Das ist schon in Ordnung. Dafür so ein schöner Glitzerstern, Kristallstern. Und das Dodri. Da bin ich mal gespannt, wie da die Wertung wird. Auch tendenziell besser. Das lässt sich schon mehr sehen. Also das Motiv hier finde ich ja viel schöner. Weil auch im Hintergrund noch der Schmetterling ist. Aber das ist, glaube ich, das Foto, was er von uns erwartet hat. Also es gibt scheinbar gewisse Erwartungen von dem Spiel. Da wird es wahrscheinlich eine Vorgabe geben, die gespeichert ist, wie das Foto im Idealfall aussehen sollte. Und wir müssen das möglichst gut treffen. Und hier war es vom Level-Design, glaube ich, vorgesehen, dass er da an dieser Stelle, wo er mit den beiden anderen Pokémons interagiert, so Caught-in-the-Act-mäßig fotografiert wird. Okay, also wissen wir, es geht nicht um die Ästhetik, es geht mehr darum, was das Spiel von einem erwartet und wie man da das Foto macht. Ja, das ist auch schöner geworden, wenn auch nicht stärker schöner, aber immerhin. Ein goldener Stern. Das war's. Und jetzt geht's ab, Forschungslevel-mäßig. Level 2, Level up! Alright. Nicht mega schöne Animationen hier. Deine Erkundung dieser Strecke schreitet voran. Bestimmt gewöhnt sich die Pokémon langsam an dich. Bestimmt. Übrigens, da es mit deiner Erkundung gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Nächstes Level. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Lass gespannt sein. Ja, das Foto hätte ich gerne. Das muss ich auch nicht neu aufnehmen. Den springenden Carpador mag ich auch. Den können wir auch speichern. Okay, passt. Die Musik ist übrigens wirklich charmant hier in dem Spiel, finde ich. Es nervt gar nicht. Sie ist sogar fast ein bisschen schön. Ja? Weiß nicht, wie ihr das seht. Lasst mich gerne mal eure Meinung wissen. Von dem Spiel generell, jetzt gerne aber auch von dem Let's Play. Hello. Du scheinst ein Talent fürs Fotografieren zu haben. Anyway. Danke. Ich glaube, es wird Zeit, dass du dir den Naturpark mal bei Nacht anschaust. Okay. In Lentil trifft man manchmal ein besonderes Leuchten auf. Nee, in Lentil tritt manchmal ein besonderes Leuchten auf. Das wird das Lumina-Phänomen genannt.
Du hast herausgefunden, wie es dazu kommt, stimmt's, Professor? Mhm. Ja, aber ich habe bisher nur den Prozess wissenschaftlich erklärt. Das Ziel meiner Forschung ist die Entdeckung der Pokémon, die in der Legende vorkommen. Meinst du die Lumina-Pokémon? Oh, sorry. Ich dachte, die wären nur erfunden. No. Nein, es gibt sie wirklich. Du hast doch die Fotos in den ländlichen Chroniken von Captain Vince gesehen, oder? Sieht ja so ein bisschen Nessie-mäßig aus. Auf denen kann man aber kaum was erkennen. Außerdem sind die schon 100 Jahre alt. Nun ja, das können wir in einem Mal besprechen. Dir erstmal viel Spaß bei deiner nächtlichen Expedition. Okay. Gut, an dieser Stelle pausieren wir mal. Ich glaube, für das Angespielt-Format war das super, da konnte man sich mal einen Eindruck verschaffen. Ich halte mal fest, wir sind hier natürlich jetzt noch ganz am Anfang. Ne? Also wir kriegen ja eben Features, die wir schon aus dem Trailer kennen. Jetzt kommt die erste Nachterforschung. Wahrscheinlich können wir hinterher bei den Levels, die verfügbar sind, selber entscheiden, wann wir nachts oder tags reingehen. Es wird ja auch noch die Möglichkeiten geben, sich den Weg auszusuchen, ob ich nach rechts oder nach links gehe. Das wäre jetzt nicht der große Bewegungseffekt, aber man hat ein bisschen Entscheidungsfähigkeit. Und ja, den Eindruck, den das Spiel macht, ist auf jeden Fall unterhaltsam. Es ist halt ein Chill-Spiel, ne? Das ist so ein bisschen wie Story of Seasons oder Stardew Valley. Und man kann sich also zurücklehnen und einfach relativ entspannt das Spiel spielen. Es greift einen niemand an. Man versucht nur schnell Fotos zu machen. Tatsächlich kommt interessanterweise so ein bisschen ein Nervositätsfeeling bei der ganzen Geschichte auf. Das ist ein bisschen bescheuert, aber man versucht halt rechtzeitig irgendwie die Pokémon noch zu erwischen. Genau, aber ja, so erster Eindruck ist gut. Ich genieße die gesamte Gestaltung von dem Spiel. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein anderer Programmierer, ein anderer Hersteller von dem Spiel. Ja, ich sag mal, die sonst die Pokémon-Spiele machen, sollten sich dringend was davon abgucken, weil das ganze Design ist total immersiv, zieht da total rein und auch, wir halten mal fest, die Grafik ist jetzt hier nicht der oberkrasse Hammer, ne? Also es geht sicherlich besser, aber das ist besser als alles, was ich bisher auf der Switch in Bezug auf Pokémon gesehen habe. Und wenn jetzt nicht Legends of Arceus, das nächste Spiel, deutlich besser wird, wonach es momentan noch nicht aussieht, dann sollte man sich hiervon was abgucken. Ich bin gespannt, ich werde es weiterspielen, wenn ich es durchspiele. Ich weiß gar nicht, ob es hier ein Durchspielen gibt. Wenn ich es durchspiele, dann mache ich natürlich eine Review zu dem Spiel. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Hinterlasst mir doch bitte mal in den Kommentaren, was ihr denkt, generell zu dem Konzept. Ob ihr euch das auch holt, auch spielen möchtet oder ob ihr sagt, nee, eigentlich wollte ich es nicht spielen, aber jetzt habe ich das Video gesehen und jetzt finde ich es doch irgendwie interessant. Ja. Genau, das Luft nach oben und ich bin sehr gespannt, wie sehr das Spiel eben die Möglichkeiten ausnutzt. Gameplay-mäßig auf jeden Fall mal was Neues und mir macht es eben genauso viel Spaß, wie ich es vermutet habe, weil es einfach mal nicht das typische Konzept ist. Genau, falls ihr nochmal euch umschauen möchtet und sagt, Nintendo Switch interessiert mich gar nicht so sehr, eigentlich mag ich Lego total gerne. Dann schaut mal rein, hier ist die Playlist Lego Super Mario. Da bauen wir alle Lego Super Mario Sets. Da sind wir auch bald mit durch. Es fehlen damit noch 2-3 Sets. Und dann sind alle da, die euch anschauen können. Wir bauen aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel Animal Crossing als Klemmbausteinmodell. Das packe ich euch hier mal rein. Da werdet ihr also erfahren zu meinen Versprechern. Und ja, wenn euch das alles ganz gut gefällt und wenn ihr Lust habt, dabei zu bleiben und ja, vielleicht auch Wünsche habt, äußert die in den Kommentaren. Auf jeden Fall, wenn ihr bleiben möchtet und kein Video verpassen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Da helfe ich auch einmal hier oben mit dem kleinen Button. Könnt ihr draufklicken und dann seid ihr dabei, bleibt dabei und kriegt mit, wenn ein neues Video rauskommt. Denn das kommt jeden Samstag um 18 Uhr raus und mal auch zwischenzeitlich zum Beispiel, wenn so ein Spiel released wird. Ganz wichtig, ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr dem Ganzen einmal einen Daumen nach oben gebt, denn da fördert ihr nicht nur den Kanal und ermöglicht mir, dass ich weitermachen kann, sondern andere Gaming-Fans, andere Pokémon-Fans werden auf das Video aufmerksam und haben die Chance, auch den Spaß daran zu haben, denn dann findet der Algorithmus das gut und schlägt denen das Video entsprechend vor. Von daher, Daumen nach oben ist nie verkehrt, Support ist kein Mord. Ja, ich schmeiß mich da jetzt rein. Falls ihr jetzt noch Langeweile habt, dann könnt ihr mal schauen, so hier unten und da, hier unten und da. Da sind so ein paar Spieleempfehlungen für euch noch.
Und nee, keine Spielempfehlung, sind Videoempfehlung. Ja, passt auf euch auf, bleibt gesund, gehabt euch wohl und ich freue mich auf das nächste Video. Bis dann, macht's gut. Ciao.